Schönen guten Tag. Hier sind Sie, die neuen Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken, die Kussnachrichten. Wir haben einige interessante Sachen vorbereitet und die interessanteste Sache dürfte im Moment sein, der Sommer ist da. Das erste Halbjahr ist vorbei, das zweite hat begonnen und es beginnt alles mit der Europameisterschaft im Fußball. Und da werden Sie in dieser Sendung auch feststellen, wie gut Dieter Durchblick am Ball ist. Ich wünsche viel Spaß. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, es freut mich sehr, Sie an dieser Stelle wieder zu den Kussnachrichten begrüßen zu können. Wie gewohnt mit einem kleinen Rückblick, diesmal auf den 31.05. Über 20 Teilnehmende haben gemeinsam mit Cordula Herweg die Bäume am Vorhaneberg besucht und ihnen Lieder gesungen. Eine sehr schöne Veranstaltung, die wir wiederholen werden und rechtzeitig darauf hinweisen. Der Ausblick wird gekennzeichnet von dem Festival De Oriento, das am 6. Juli bei uns stattfindet. Kuratiert und organisiert von Taher Aboyo begrüßen wir eine Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern, die uns mit der zeitgenössischen Kunst und Kultur des Orients bekannt machen. Es wird getanzt, gegessen, es gibt Performance, Musik, Lesung, alles, was das kulturelle Herz begehrt. Wir bleiben weiter im Süden und freuen uns auf einen bunten Nachmittag am 13.07. mit Felix Lemmel, der uns bayerische und alpenländische Folklore vorträgt. Mit dabei ein Alphorn, ganz selten in Staaken zu hören. Am 20.07. treten die Coverboys des diesmaligen Programms auf, die Beat Pilots. Sie bringen uns Musik der Stones, Yardbirds, Beatles, von den Searchers und allem, was wir damals in den 60ern schon toll gefunden haben. Einlass ist um 18.15 Uhr, Beginn um 19 Uhr, Eintritt nur 8 Euro. Wir freuen uns auf Sie und ich bleibe bis dahin, Ihr Detlef Kleinhohm. Auf Wiedersehen. Hallo Leute! Ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Mann, ich hab schon ganz viereckige Augen vom Fußball kicken. Aber das Runde hier muss nun mal ins Eckige. Ja, wisst ihr? Nicht, dass ihr denkt, ich will jetzt hier so ein Ball aufs Auge kriegen. Nee, nee, der Spruch kommt von Sepp Herberger. Der war ja mal Bundestrainer. Aber auch Weltmeister, nämlich beim Wunder von Bern 1954. Ha, bin ja mal gespannt, wer 2024 Europameister wird. Ach ja, gespannt bin ich aber auch, weil eine ganze Menge Wunder hier im Kulturzentrum sind. Man, schon wenn man hier ins Haus kommt, das sieht ja aus wie im Wunderland, die ganzen Bilder hier. Und dann hängen da so ganz lange Kleider von der Decke runter. Wisst ihr was? Müsst ihr doch einfach mal rinkicken. Das lohnt sich bestimmt. Also viel Spaß noch beim Fußballkicken. Und Tschüssikowski, euer Dieter Durchblick. So. Jetzt sind wir schon am Schluss der Sendung angelangt, aber ich möchte Ihnen ja noch einen kleinen Spruch hinterlassen und dazu kann ich meine eigene Erfahrung vorbringen, die so die unterschiedliche Helligkeit am Tag und dann nachher zur Nacht hin bringt, nämlich dass es dunkel ist. Der längste Tag mit Helligkeit ist ja schon vorbei. Und da macht man dann so seine Erfahrung, die habe ich natürlich selbst auch gemacht. Und die Erfahrung geht diesmal um ein Körperteil, nämlich die Frage nach der Funktion des kleinen Zehs. Und der kleine Zeh hat als Aufgabe, Möbel im Dunkeln zu finden. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.